Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Black Desert, wo ich mir mal einen anderen Charakter gebastelt habe, damit ich nicht mehr weiblich sein muss. Und ich habe die Muffin dabei, die mir ein bisschen was gezeigt hat bei Black Desert. Hallo. Denn man kann deutlich coolere Screenshots machen, als ich das bis jetzt immer gemacht habe. Das hat nämlich so einen eingebauten Kameramodus quasi. Wenn man STRG-U drückt, hat man nicht nur erstmal das ganze Interface ausgeblendet, sondern man kann mit allen möglichen Funktionen. Man kann hier Filter drüber legen. Das finde ich schon mal richtig geil. Ich habe jetzt diesen Graufilter mal, diesen Retro-Filter gerade mal. Ich glaube, ich spiele jetzt immer in diesem Modus. Oh Mann, das schaut voll dämlich aus. Und dann kann man hier auch noch den kompletten Bereich, der beleuchtet werden soll, ändern. Und ich finde das richtig krass. Oh. Ich finde das richtig krass, weil das hat echt noch kein Spiel. Oder wie siehst du das? Hast du das irgendwo mal so in der Art mal gesehen? Oh, nee. Also ich glaube, das ist wirklich einzigartig. Und jetzt muss ich nochmal ganz kurz rausgehen aus dem Modus, sonst drehe ich hier langsam durch mit dem Grauen und Gedrehten. Und wenn man läuft und dabei auf U drückt, hat man sogar so einen Slow-Mo-Modus, extra damit man gescheit Bilder machen kann. Ich finde das super. Aber Ja. das werde ich auch nutzen, um das Intro jetzt mal ein bisschen drauf anzupassen. Ich habe mir jetzt, nachdem ich beim letzten Mal mit dem Karren so viel Spaß hatte, habe ich mir jetzt auf ihm mal gut Stargazer wieder aus dem Stall geholt. Oh, der hat gerade gelächelt. Yay! Weiß gar nicht, ob die das auch auf dem Pferd tun, also. Warte mal, ich bin mal. Was, das Posen meinst du? Ja. Ob die da vielleicht irgendwie auch einmal anlächeln oder so. Moment, da bin ich mal gespannt. Wenn man nämlich eine Weile lang nichts macht, also idelt, dann macht man, wenn man in der Gegend rumsteht, einfach nur mal so ein. Da grinst, fängt man an zu grinsen oder sonst was. Oder einfach nur ein bisschen zu posen. Aber ich weiß nicht, ob ich drehe mal jetzt ein bisschen. Ich guck mal, ob er das auf dem Pferd auch macht. Also bei mir hat sie noch nichts gemacht. Ich glaube, das ist nur, wenn man wirklich frei rumsteht. Okay, dann teste ich nochmal kurz mit dem Steuerung U und jetzt reite ich mal und dann auch nochmal U. Yay. Das ist schon sehr cool. Auch wenn du So. springst, muss man springen. Du musst halt langsam dann, also schnell, nee, nicht langsam, schnell zur Seite drehen. Ja, ich merke schon. Das perfekte Timing habe ich dann noch nicht raus. Ich muss jetzt erstmal hier oben. Oh. Das habe ich am letzten Mal gar nicht gesehen, die Quest hier. Ich bin da so schnell raus aus dem Gebiet. Ach, ist das cool. Wieso machst du gerade Bilder? Nee, ich bin gerade Slow Motion vom Pferd runtergesprungen. Also Yay. hinten so. Das Ich war sehe schon, süß. wir machen hier sehr epische Quests einfach nur. Hey, so helft uns gegen diesen Oger. Nee, ich mach mal ein paar Bilder. So. Der Blader, finde ich, ist noch eine von den normalsten Klassen, finde ich. Weil ich habe gemerkt, ich habe überhaupt nichts irgendwie großartig. Naja, wobei doch, ich dash so ein bisschen feuermäßig, aber ansonsten so Du großartig magisch habe ich nichts in der Art. bekommst später noch ein zweites magisches Schwert. Ein Als magisches Schwert. Skill. Aha. Guck Also. mal, ich finde das hier ziemlich cool, dieses Chasen so. Oho. Das hat die weibliche auch. Ja, wäre schlimm, wenn ich es nicht hätte. Ich habe auch irgendeinen Skill, den ich irgendwie total nicht verstehe. Schau mal, ich Also. finde den hier cool. Guck mal. Moment. So zurückspringen und dann immer mit dem Schwert direkt danach schlagen. Und ich habe jetzt natürlich überhaupt keine Energie mehr. Mit dieser Vorführeffekt. Hier, Nee, warte. das da. Ach, cool. Das finde ich ganz cool. Ich habe immer diese Ausweichskills so. Oder F und. Also immer dieses. Wenn du dich bewegst und Shift drückst, ist das, kannst du auch so zur Seite ausweichen. Genau, das sind bei mir diese. Dash, ne? Nee, Genau, doch. das sind die normalen Rollen. Und wenn ich dann aber in diesen. Doppel-W, oder nicht? Ich hab noch diese Blink-Stances dann, wo ich dann. Ah ja, das habe ich so ähnlich. Ich kann, wenn ich sprinte und dann attacke, ups, ja, so schon mal nicht, dann kann ich. Guck mal, ich habe sogar einen Pfeil und Bogen. Ja, das ist richtig cool, aber es ist ein bisschen schade, dass man nur einen Schuss machen kann. Das ist ein Ja, bisschen langsam. und der ist ultra schwach, muss ich sagen. Aber das hier finde ich geil. Guck, ich Also. habe hier so einen Konterstance. Wenn ich jetzt gehauen werde, blocke ich in der Zeit. Ah ja, aber zum Zusammenrufen von den Mobs finde ich das eigentlich ganz nice, diesen Bogen. Das zählt sogar als Ja. eigene Waffe. Also du musst dir ein Schwert holen und einen Bogen. Ja, ich habe es gemerkt. Huh. Guck so, ich habe so einen Blinzelschritt. Ich habe auch einen neuen Skill bekommen, der ist super cool. Ich habe eben gerade was hingekriegt. Moment. Oh, was machst du gerade? Achso, ich mach gerade mein Ah. Viech. Nee, aber den meinte ich nicht. Und zwar den hier meinte ich. Was?
Was denn das? Das ist doch ein Mein, Vieh. ja, ich kann in allen meinen, also was heißt in allen? In vielen meiner Skills kommt dieses Vieh vor. Oder was heißt Vieh? Ich muss es benennen. Wie nenne ich es? Hier. Das finde ich auch ganz cool, dieser Execute-Skill von mir, der hier. Moment. Ich kann es gerade nicht. Hä, warum kann ich es gerade Ich finde die nicht? Steuerung ist super komplex, aber wenn man sich dran gewöhnt hat, ich finde Ach, es. hier, es war so. Nee, doch nicht. Hä? Moment, ich hab's gleich. Oh nee, es Was fängt war an zu das? regnen. Nein. Ach, genau. L und dann Space, genau. So, der hier. Schlagen und dann Space zum Finishen. Also, ha, 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 Ah und ja, dann stimmt. An manchen, da. ich glaube, es. Okay, was haben wir genügend rumgelabert? Jetzt können wir mal. Ich habe hier noch eine Quest da hinten. Vielleicht muss ich sogar mal wieder irgendwas bekämpfen. Ah, du Ich willst. finde, in dem Spiel hast du verhältnismäßig viele Nicht-Kill-Quests. Muss ich sagen. Ja, ich finde gut, dass es hier wenige Sammelquests gibt, weil es gibt nichts Schlimmeres als Sammelquests. Jetzt habe ich natürlich meinen Mount stehen lassen. Ich bin das überhaupt nicht mehr gewohnt aus anderen Spielen, dass ich meinen Mount nicht einfach beschwören kann. Ich musste ja das Pferd vorhin, aber ich finde super, dass man über Steine klettern kann. Das finde ich macht teilweise ein MMO aus. Ist tatsächlich für mich wichtig, dass ich klettern kann. Ich habe auch herausgefunden, dass wenn das Pferd stirbt, lebt es sozusagen noch. Also es ist Ja, nicht für immer tot. ich habe gesehen, du hast einen Kill, einen Death Counter auf Ja, dem Pferd. genau. Und ich Aber sage dann. ich glaube, umso höher der Death Counter, umso, naja, geringer ist halt der Wert von dem Pferd, sage ich jetzt mal. Wie der Wert. Ja, zum Beispiel, du hast jetzt ein Pferd, das hast du gezüchtet, das ist super, das gute Pferd, aber dann nimmst du das mal mit, um zu leveln und es stirbt und dann ist es nicht mehr so viel wert, wie als wenn du es jetzt frisch hast. Ich habe mein Pferd verloren. Ich glaube, da vorne steht das irgendwo. Ich bin, glaube ich, da hier, oder? Ist das deins? Ah, oh, super, ja. Ich habe es auf der Map nämlich nicht mehr gesehen. Ich habe das Icon nicht gesehen. Du kannst auch zu dir rufen, Und. wenn du nicht gerade sehr weit weg bist. Ach, okay, das ist cool. Siehst du mal, gut, dass ich dir gerade dabei habe. Soll ich dir sagen, wie, und zwar oben links, also oben links hast du ja dein Level, da drunter sind ja dein, siehst du ja das Pferd. Und da, Ah. wenn du da Linksklick drauf machst, rufst du es, glaube ich, und rechts, warte mal, cool. Leftklick, Call Horse und Rechtsklick, Rechtsklick kannst du den Horse Locator an- und ausstellen. Das ist praktisch. Ja, weil ich hänge jetzt hier gerade an dem Wolf fest. Schau. Kenn ich. Ah. Lasst mein Pferd vorbei. Kollisionsabfrage schön und gut, ja, aber hallo? Ich bin gerade an einem kleinen Wolf stecken geblieben. Aber ich habe jetzt auch gemerkt, ich sollte nicht mehr so oft innerhalb von Mobs parken. Da habe ich jetzt häufiger schon Schmerzen für mein Tier verursacht. Du kannst es aber auch healen, wenn du dann im Stall bist oder ein Level-Up halt kriegen. Ja. Bekommst du eigentlich die, wenn ich die töte, bekommst du die auch? Ich habe jetzt eben die Quest erfüllt, ja. Ich weiß jetzt nicht, ob das nur war, weil ich nur zwei töten musste oder. Ich habe auf jeden Fall gerade auch zwei getötet. Jetzt wollte ich auf dein Pferd aufsteigen, aber nicht. Ich habe ja keine so coole Rüstung auf meinem. Ich frage mich, wann man das erste Mal wirklich eine dauernd anhaltende Rüstung bekommt. Also man kann sich zwar ja eine kaufen, aber vielleicht durch Quests oder so. Ich denke mal schon, dass man noch irgendwas ziemlich zu gut bekommt. Du hast jetzt diese, die ich am Anfang mal hatte, an, Ja. diese Overlay-Rüstung, naja. Die finde ich muss sagen, wenn du beim Blader in der Auswahl bist, finde ich diese mongolenartige Rüstung, die so sehr viel so Fell außenrum hat, die finde ich, sieht sehr, sehr gut Ich aus bei frag ihm. mich nur, die der mal auswählen kann, wann bekommt man Ja. die? Ich glaube, das sind Variationen, die du vielleicht bekommst du die passend, wäre ja echt in so einer Schneewelt oder sowas. Müsste man mal überlegen. Bin mir nicht Ich verstehe auch sicher. teilweise noch nicht so ganz manchmal die Icons. Das sah auch schon bei dem klar. Ich habe die Quest abgeschlossen. Aber manchmal ist es irgendwie so blau umrandet, manchmal irgendwie anders. Ich verstehe das nicht so ganz, aber okay. Ist ja noch Also, koreanisch teilweise. auf der Map, wenn dann Fragezeichen ist, ist es ein Charakter, den du nicht kennst. Wenn da so ein schwarzes Viereck ist mit einem blauen, ja, so einem Pfeil halt drin, der sich so dreht, dann musst du den für deine Quest anreden, weil du manchmal für Quests, ein paar Leute kennen musst, um die halt, Ah, okay. ja, weitermachen zu können, sage ich jetzt mal.
Ich mache jetzt eher so, ich glaube, diese Main-Quests, weil ich jetzt in den Dörfern jetzt noch nicht so die Leute immer anrede, weil ich habe gedacht, man kommt immer eine ganze Menge an Quests, deswegen habe ich jetzt einfach mal nur so ein bisschen diese Story-Quests, weil als Let's Play will ich es jetzt ja noch direkt nicht machen, sondern einfach nur mal so ein bisschen vom Spiel zeigen. Und mal gucken, wir haben eben momentan auch irgendwie recht schlechtes Wetter, ne? Es ist ziemlich dunkel und es hat jetzt eben schon wieder geregnet. Also ich glaube, in den letzten Phasen, wo ich gespielt habe, war immer irgendwie schönes Wetter und Sonne und Tag. Passt sich das der Tag hier der Uhrzeit an? Also, okay. So wie in Minecraft ungefähr, aber ein bisschen länger Ah. die Zeit. In Minecraft ist es ja 10 Minuten der Tag. Echt? Oh, Also früher waren es zumindest. mal 7, glaube ich. Es kann sein, dass es bei mir ein bisschen anders eingestellt ist, aber ich habe mal, dadurch, dass ich ja einen Timer habe in der Aufnahme oben drin, bei Minecraft sehe ich, dass ich ungefähr nach 10 Minuten immer so das dämmert. Also. Die Kurve nimmt ja immer etwas zackig, muss ich Ach sagen, so, hast du das aber. automatisch laufen drin? Ja, wenn ich eh den Weg entlang reite, so ein bisschen der Sightseeing-Kurs. Warte mal, ich muss jetzt mal auch mal hier den Kamera-Deluxe-Modus hier mal anmachen. So. Ah, hier bist du okay. Boah, das sieht doch schon mal voll cool aus. Und jetzt noch Slow-Mo. Ich finde es cool, wie die Lichter nacheinander so angehen. Oh, super. Jetzt wollte ich großartig Slow-Mo machen, aber muss ich ja nur bis hier hin. Oh, ich glaube, ich stecke fest. Oh, ich auch. Ich komme hier nicht mit dem Pferd durch. Nein, ich hänge fest. Okay, ich glaube Ja, ich von habe ich. da. Ich wollte gerade eben sagen, ich finde es lustig, dass wir hier durchpassen, ja. Da sollte ich mein Pferd direkt mal streicheln, weil. Hat er sich Armes verdient. Putt-Putt. Oh. Ja. Man kann sein Pferd nur alle 20 Minuten streicheln, ne? Okay, ich dachte mir, ich habe einen Timer ge mir gedacht, dass einer drin ist, aber deswegen dachte ich mir, streichle ich es gleich mal. Die schauen hier aus. Sind ja auch alle hier versteinert, ne? Ja. Ich frage mich, was das hier ist. Ja, das Komisch. ist so ein. Ja, sieht aus wie so eine Art Golem. So eine Mischung aus hier Star Wars, sonst wie Das was. erinnert mich ein bisschen an hier The Elder Scrolls, diese alten, wie nennt man das? Diese Ja, ich weiß schon, diese Zwergendinger da. Konstrukte da. Ja, genau. Genau. Okay, also die Story ist ja leider noch nicht so voll übersetzt und ich will ja auch noch nicht zu viel vorwegnehmen, wenn man das als Let's Play dann macht, aber es ist ganz geil gemacht hier, was hier wohl passiert ist, vom Versteinerungsmäßigen her. Hier kommt gleich eine Cutscene. Ach ja, wenn du mit deinem Main, sag ich jetzt mal, das schon, die Quest schon gemacht hast, bekommst du die Cutscene bei einem Nebencharakter nicht mehr. Ah, okay. Damit du das hier nicht 20 Mal durchkauen musst, haben die das, glaube ich, gemacht. Ich muss sagen, das haben sie eigentlich schon echt gut gemacht in der Richtung her, aber ich bin echt gespannt, wie sie das dann noch machen mit dem Europäisieren dann eben. Dass sie jetzt wirklich sagen, die nehmen die ganzen Sachen raus und machen es grindlastiger, weil das fand ich, als ich das gelesen hatte, war ich da eher enttäuscht von der ganzen Sache. Oh, Ich ich hab. bekomme die Cutscene. Moment. Okay, kann das sein, dass die man nur wir sehen, unseren Black Spirit, oder? Ah, und das erklärt auch, warum der dann nachher dann einfach so ein bisschen größer geworden war, aber dann. Ja, genau, der entwickelt sich umso mehr du von diesen, ja,
Der ist alten Statuen findest, sag ich ja, jetzt ich mal. denke mal, am Ende werden wir vielleicht dann auch dann gegen ihn kämpfen müssen. Warte mal, ich habe hier auch noch mal irgendwie eine Quest. Einer von denen hier, ich glaube der linke. Wird es ein bisschen komisch finden, immerhin hat er den ja eigentlich die ganze Zeit begleitet, das wäre. Ja, aber das ist, komm im Ernst, das ist doch ganz oft so die Story, dass du am Anfang einen hast, der aus irgendeinem Grund dir hilft, um dich stärker zu machen und dann im Endeffekt braucht er dich einfach nur stärker für seine einzigeigenen Zwecke dann. Das ist. Moment, ich muss jetzt hier irgendwie. Aber anscheinend hat der zwei, oder es gibt mehrere davon, oder der hat irgendwie zwei Seiten oder irgend sowas in der Art. Weil der da einem entgegengeflogen kam, der aus diesem Ding da rauskam, der war ein bisschen böse, aber da war ja noch ein Viech, was dir gesagt hat, ja, du musst jetzt weglaufen, das ist gefährlich für dich und all sowas. Deswegen, ich glaube nicht, Das dass ist doch es dich. derselbe, Ja, natürlich. aber der sagt doch nicht, lauf weg oder es ist, oder ja, oder so. Ja, keine Also ich Ahnung. glaube, dass die hier. Kann das sein, dass ich oben, dass den Rest hier oben anklicken muss von den Statuen? Du musst alle diese fünf Statuen anklicken. Aber die sind nicht alle hier drin, ne? Oder Doch, doch? alle hier drinnen, habe ich auch Ah. gerade gemacht. Okay. Nee, ich glaube nämlich einfach, dass er deswegen wollte, weil die wollten jetzt so diese Kraft in der Art versiegeln. Und ich glaube, dass er. Dass er das nicht wollte und deswegen so getan hat, nein, und die sind böse und. Moment, ich muss noch irgendwie zwei Statuen anklicken, aber ich sehe nicht genau welche. Also hier sind drei, die drei hier und die zwei. Ja, also die stehen hier einmal komplett rumherum. Ah, die habe ich jetzt noch, es fehlt mir nur noch eine. Jetzt habe ich sie alle, okay. Ah, rot heißt immer Quest fertig. Ich denke, es sieht immer so aus, als wäre die gefailed für mich. Ich bin es nicht gewohnt, dass rot heißt, yay, du hast es geschafft. Für mich ist das immer so verdammt, ich habe wieder die Mission gefailed. Aber gut, sehr gut, Kistenplätze sind immer super. Und jetzt müssen wir hier raus, okay. Wo hatten wir nochmal geparkt? Wow. Ich glaube hier vorne rechts. Ja, gut, dass man dieses Pferdenavi hat, also. Hü? Moment. Dann den hier? Da vorne ist es, da vorne, da vorne. Ich dachte, ich hätte auch gedacht, dass wir deutlich näher geparkt haben. So weit laufen? Das kommt mir gar nicht so weit vor. Weil echt so ein Pieper, sowas wie. Oh. So. Eine Quest, die ich abgeben. Nee, doch nicht. Stimmt, da sehe ich aber auch eine Quest. Das ist, die ist gelb bei mir. Die ist blau bei mir. Ah, okay, dann lasse ich die einfach mal jetzt hier. Machen wir erstmal. Ich habe jetzt hier außen auf jeden Fall so drei größere gelbe Bereiche. Und. Ich muss ja gucken, ich bin ja mit dem anderen Char schon weiter, deswegen werde ich mit dem hier wahrscheinlich einfach auch noch ein paar Quests machen, um wieder so ein bisschen aufzuholen auf den anderen. Ich finde es ja lustig, dass meine Haare unten in der Höhle ultra schwarz sind und hier außen dann eben so. Bei mir sehen die gerade grün aus. Meine Haare? Ja. Ach, das ist, weil du bei mir in der Gruppe bist. Deswegen da leuchtet man doch so ein bisschen grün, ne? Super. Kann das irgendwie sein? Irgendwie kriegt das. Na Irgendwie doch. kriegen die Monster keinen Schaden. Mache ich irgendwas falsch? Nee, du bist schon tot, guck. Was? Ich Hier. hab doch. Hier, mach Aber. einfach so. Oh, jetzt musst du mit deiner Power hier angeben. Mach einfach so gut so. Ich hau so eine halbe Stunde drauf. Mach einfach so, plupp weg. Also, ich habe das gar nicht gecheckt. Ich glaube, ich hatte den schon vor 5 oder 10, ja, 5 Leveln. Und ich habe es einfach nicht gecheckt, dass er unten in dieser Leiste da drin ist. Ja. Warum fällt er denn nicht um? Warum? Hält er irgendwie mehr aus und ich sehe einfach nur nicht Die seine HP großen. runter? Ja, Ja, die ah, jetzt großen ist er halten weg. mehr aus. Nee, Ja, okay. der hat noch. Was? Du Und hast einen eben noch, angegriffen und der war noch, weg und noch, ich. noch, noch, noch. Warum sehe ich denn seine HP eigentlich Und nicht? jetzt, du musst ungefähr 5 Stück töten, danach lernst du über die Viecher und dann siehst du, wie die HP runtergehen. Das ist ja mal geil. Das ist wie bei den NPCs, du musst erst mit denen reden und die kennenlernen, bevor du bestimmte Sachen machen kannst. Okay. So ist das genauso mit diesen Viechern hier. Ohne Scheiß, das finde ich richtig gut gemacht. Ja, das ist dann nicht so ein, also das heißt nicht so einfach, aber es hat dann mehr Nervenkitzel, sag ich jetzt mal. Weil wenn du da einen Boss hast und du weißt nicht, wie schnell der sterben wird, ich bin nämlich Ja. vorhin gestorben bei dem Boss.
Das ging mir auch bei dem einmal so. Also ich bin ja nicht bei gestorben, aber ich dachte nur noch so, okay, die HP, das ist irgendwie etwas buggy. Ja, Ah, Quest accomplished. besonders, ihr wart ja wenigstens noch zu zweit, aber ich habe hier einen Level 20er Gruppenboss, den habe ich fast down gekriegt und dann auf einmal hat er so einen Rage-Modus angemacht und auf einmal bam, 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 von Full HP nur noch auf Viertel HP und ich so, scheiße, ich glaube, das war's. Okay. So, aber jetzt haben wir die Quest hier fertig und ich habe eine Rüstung. Sieht man die? Ja. Hey, cool, guck mal. Jetzt habe ich auch noch so ein bisschen was über meinem blauen Hemd. Meinst du dieses Braune? Ja, das Braune ist jetzt, was ich neu bekommen habe, Ach, das genau. ist ja cool. Ich dachte, das ändert sich nicht, aber ich glaube, das war nur bei den ersten Leveln so. Genau, das war ganz am Anfang so. Das hatten die auch, das war eine Zeit lang auch verbuggt. Da war das wirklich auch gar nicht mehr zu sehen. Aber jetzt haben die dann irgendwann geändert. Ich habe mich nämlich gewundert, weil viele Leute auch andere Klamotten anhaben. Und dann dachte ich mir so, wie machen die das? Ja. Gut, aber dann machen wir hier erstmal eine Pause und sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Also dann, ciao, ciao. Tschüss.